Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Astner, Tittmanninger, Kaya und Kirchheimer, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Bei diesem wunderschönen Wetter dürfen wir heute den Abendimpuls machen. Wir sehen wieder die österreichische Gebirgskette, aber heute beim Abendimpuls möchte ich ein Zitat von unserem Bürgermeister euch mitgeben, das er bei der Ansprache zum Veteranenjahrtag gestern in Kirchheim und heute in Tittmanning gesagt hat. Dieses Zitat, das hat mir sehr gut gefallen. Es ist von der Schriftstellerin Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach und sie hat es bereits 1911 gesagt. Die Freifrau von Ebner-Eschenbach, sie sagt: Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst. Dieser Satz, der ist mir zu Herzen gegangen. Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst. Das ist auch eine Wahrheit eigentlich, die unser Leben ausmacht. Wenn wir friedlos sind, wenn wir selber keinen Frieden in uns haben, dann können wir auch nicht Frieden mit anderen haben. Und darum ist der Friede in uns ein ganz hohes Gut, das wir brauchen, damit wir es weiterschenken können. Und das mag auch immer wieder errungen werden vor unserem Gott im Gebet, dass wir es vor ihn hinbringen. Lieber Gott, schenke meinem Herzen Frieden, schenke meinem Herzen Frieden und Kraft, damit ich wirken kann, friedvoll in dieser Welt. Und so wollen wir jetzt an diesem Abend auch beten. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend, in dieser Nacht, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden. Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden. Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Pfiat euch gut, bis morgen.